5, 4, 3, 2, 1. Startschuss für den Social Day. Überall in Nordwestfalen haben Auszubildende der Industrie im Herbst 2021 dabei mitgemacht. Im Münsterland und im Ruhrgebiet. Sie haben Spielplätze und Schulhöfe verschönert, in sozialen Einrichtungen mit angepackt, die Natur von Müll befreit, einen Spendenlauf organisiert, in einem denkmalgeschützten Gebäude mitgeholfen und das Moor mit aufgeräumt. Und mit all dem so viel Gutes getan. Eigentlich bin ich Industriekauffrau, aber für heute nehme ich mal den Pinsel in die Hand. Ja, wir räumen heute hier den Spielplatz auf, beziehungsweise machen den ein bisschen sauber. Also wir streichen den und haben den auch schon ein bisschen vom Sand befreit. Man ist schon stolz. Also ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht, aber ich finde es schön, das Vorher-Nachher-Resultat auf jeden Fall auch nachher zu sehen. Da bin ich schon stolz. Normalerweise arbeite ich in der Bücherei und das ist eher ein bisschen ruhiger. Aber jetzt mal mit der Stichsäge so zu arbeiten, das macht schon Spaß. Wenn man weiß, wofür man das macht und dass es hier nachher wieder schön aussieht. Und, ja. Die moderne Industrie ist nicht mehr das, was sie früher, wie man sie sich früher vorgestellt hat. Mittlerweile, gerade auch wir bei Zink, setzen ja auch großen Wert darauf, dass wir halt alles eben nachhaltig und innovativ machen. Deshalb bin ich jetzt ja auch hier. Mit dieser Freude und Begeisterung und diesem Engagement sind Sie die allerbesten Botschafter für die Industrie. Ganz im Sinne der Industrieakzeptanzinitiative in Nordwestfalen, die die Idee zu diesem Social Day hatte. Und das ist für uns eigentlich immer ganz wichtig gewesen als Industrie die letzten Jahre und auch in den nächsten Jahren zu sagen, wir wollen mindestens auch an einem Tag noch mal ganz besonders deutlich machen, dass Industrie ein ganz wichtiger Teil auch von Gesellschaft ist, der nicht nur Arbeitsplätze stiftet, sondern am Ende auch deutlich macht, dass Industrie engagiert ist fürs Gemeinwohl. Wir sind begeistert, wie viele junge Menschen sich spontan dazu entschlossen haben, heute diese Aktion zugunsten der Aktion Lichtblicke zu unterstützen. Industrie ist ein wichtiger Faktor hier in Aalen, ist aber nicht immer ganz so präsent vielleicht, wie wir als Industrie das auch ganz gerne hätten. Ich denke, darüber setzen wir ein klares Zeichen und wir öffnen natürlich auch für die Auszubildenden die Möglichkeit, sich aktiv an Gemeinschaft zu beteiligen. Das ist ja der Kern unseres Social Days. Und für uns als Unternehmen mehr, auch ein bisschen uns transparent zu machen. Was machen wir eigentlich? Welche Unternehmen sind wir eigentlich? Und dass wir uns dort auch für die Allgemeinheit gerne engagieren. Und das kommt gut an. Bei den Städten und auch den Einrichtungen und Vereinen, in denen die Auszubildenden aktiv sind. Ich bin total positiv überrascht über das Engagement, die Freundlichkeit dieser jungen Leute, wie das alles so klappt und wie wir hier kooperieren und so weiter. Das war ein sehr schöner Vormittag, muss ich sagen. Ihr bringt euch neben dem, was ihr alles so lernt im Beruf, auch hierfür ein Projekt vor Ort ein und zeigt, dass ihr euch eben auch sozial engagiert. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es zeigt natürlich ein Stück weit Identifikation. Auf der einen Seite der Unternehmen, die bei Labi ja immer auch genug zu tun haben, zu sagen, nein, auch dieses ehrenamtliche Engagement liegt uns am Herzen. Und das beeindruckt mich schon und da bin ich stolz drauf. Wir wissen die Industrie zu schätzen. Wir sind gerne Industriestandort. Wir haben viele mittelständisch geprägte Unternehmen. Und auch für die wollen wir natürlich eine lebenswerte Stadt sein. Deswegen gehört das in Aalen zusammen. Über 300 Auszubildende und 43 Unternehmen haben beim Social Day mitgemacht. Und wenn ihre Arbeit wahrgenommen wird, wenn sie zeigen können, was sie drauf haben, dann ist das der beste Dank. Also das ist schon ein schönes Gefühl. Man hat auch gemerkt, die Passanten, die hier vorbeigehen, die freuen sich richtig, dass wir das hier machen. Die grüßen uns nett, sagen Dankeschön. Und das, finde ich, bringt einem das Herz auch wieder zum Springen. Dass wir halt auch was anderes können und dass wir auch ein bisschen sozialer sind, als vielleicht das Image ist. Und deswegen können wir hier auch zeigen, was so in uns steckt und was wir in den 3,5 Jahren bei uns in der Ausbildung so gelernt haben. All das zeigt, der Social Day war wieder ein voller Erfolg. Manche können gar nicht genug davon bekommen. Und Fortsetzung folgt. Wir können uns definitiv gut vorstellen, im Social Day 2022 mitzumachen. Und dementsprechend bin ich auch optimistisch, dass wir da wieder ein passendes Projekt finden und die Auszubildenden da in dem Rahmen dafür begeistern können, wieder mitzumachen. Eigentlich ganz schön, dass es so einen Tag gibt. Eigentlich müsste es solche Tage öfter im Jahr geben.